In der heutigen Newsfolge geht es um: Vettel lehnt erstes Vertragsangebot von Ferrari ab, Imola bereit für Geisterrennen, darum war Michael Schumacher damals im Mercedes langsam. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Sebastian Vettel hat laut der italienischen Gazzetta dello Sport das erste Vertragsangebot von Ferrari für 2021 abgelehnt. Darin hieß es, er würde statt den aktuellen 40 Millionen Euro nur noch 12 Millionen Euro verdienen. Ferrari würde aber nur ein Jahr anbieten, Vettel möchte aber gerne einen mehrjährigen Vertrag haben. F1 Insider berichtete, ein nicht näher benannter Insider soll das Angebot als Witz bezeichnet haben. In der Zeit ab 2015 besaß der vierfache Weltmeister bei Ferrari nur 3 Jahresverträge. Teamkollege Charles Leclerc hat vor wenigen Monaten erst seinen Vertrag verlängert. Bis einschließlich 2024 bleibt der Monegasse bei der Scuderia mit einem Jahreseinkommen knapp unter Vettels neuem Angebot. Fakt ist, die Gespräche gehen weiter. Sollte es zu keinem Abschluss kommen, wird Ferrari wohl zwischen 3 Fahrer wählen: Daniel Ricciardo, Carlos Sainz und Antonio Giovinazzi. Was denkt ihr? Wer wird beim Angebot nachgeben? Ferrari oder Vettel? Schreibt es in die Kommentare oder stimmt oben rechts ab. Der Präsident von Imola, Uberto Selvatico Estense, hat angeboten, ein Formel-1-Rennen hinter verschlossenen Türen zu veranstalten, sollten sich die Bedingungen in Italien in den nächsten Monaten verbessern. Laut ihm sei es eine Chance für sie, Grand Prix-Kandidat zu sein, aber sie brauchen einige Rennen, um den FIA-Vertrag aufrechtzuerhalten und eine Weltmeisterschaft zu haben. Davon abhängig sind auch die Regeln der Regierung, denn sie bestimmen, ob ein Grand Prix veranstaltet werden darf oder nicht. Die Strecke wird kostenlos angeboten und die Region um Hilfe gebeten, denn ein Veranstaltungshonorar können sie nicht bezahlen. Es sei viel einfacher, ohne Zuschauer zu fahren, denn um Dinge wie Tribünen, die VIP-Hospitality und vieles mehr müssen sie sich nicht kümmern. Auch die Sicherheit wäre billiger als eine komplette Organisation. Wäre Imola eine Möglichkeit für einen Grand Prix? Schreibt es in die Kommentare oder stimmt oben rechts ab. Nachdem Michael Schumacher von 2010 bis 2012 3 Jahre lang sein Comeback für das Mercedes-Werksteam fuhr, konnte er nur mit dem 3. Platz in Spanien, einer Pole Position in Monaco und einer schnellsten Rennrunde in Hockenheim hervorstechen. Sein damaliger Teamkollege Nico Rosberg war schneller und konnte in China 2012 seinen ersten Sieg feiern. Jetzt haben Insider herausgefunden, warum der 7-fache Weltmeister bei Mercedes nicht an alte Tage anknüpfen konnte. John Barnard, Michaels früherer Ferrari-Konstrukteur, hat in seinem Buch The Perfect Car enthüllt, dass es an Michaels Fahrstil lag. Seine Theorie bestand darin, dass Rosberg ein Auto haben wollte, das auf der Hinterachse stabil ist, und das war das komplette Gegenteil von dem, was der Kerpener bei Ferrari hatte. Denn Michael kam mit seinem Auto nicht annähernd an den Speed von Nico heran. Michael wollte ein leichtes Heck, denn wenn er vom Gas gegangen ist, konnte er sein Auto ins Übersteuern zwingen, um dann wieder aufs Gas zu steigen. Für sowas braucht man blitzschnelle Reaktionen und viel Mut. Barnard war der Meinung, dass es der bessere Weg wäre, das Heck zu fixieren, denn so hat man immer die maximale Traktion, man könnte früher aufs Gas steigen und war schneller. Michael konnte bei Mercedes seinen Fahrstil nicht mehr umstellen. Sein ehemaliger Manager Willi Weber stimmt Barnard zu. Diese Fahrzeugabstimmung hat Schumacher bei Mercedes nicht bekommen. Die neueren Fahrzeuge haben sich in eine andere Richtung entwickelt, auf die Michael nicht so einen Einfluss hatte wie in den früheren Tagen bei Benetton und Ferrari. Selbst Ross Brawn konnte nicht helfen. Er hatte 2009 mit dem Brawn GP und dem Doppeldiffusor-Konzept Jenson Button zum Weltmeister gemacht und Konstrukteursweltmeister sind sie auch geworden. Aufgrund von massivem Sparen konnten sie das Auto nicht wirklich verbessern. Weber hat Michael jedoch von seinem Comeback abgeraten, aber er hat mit Nico alles versucht, um das Auto zu verbessern. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich denke, dass Vettel und Ferrari sich bestimmt einigen werden. 12 Millionen Euro sind zwar immer noch verdammt viel Geld, aber im Vergleich zu dem, was er jetzt noch verdient, ist das fast um das 3,5-fache weniger. Wenn sie sich nicht einigen können, könnte es Vettels letzte Saison sein. Ich kann mir Sainz bei Ferrari gut vorstellen, da Ricciardo wohl wieder mit Red Bull gesprochen hat und für Giovinazzi kommt der Ferrari-Platz noch zu früh. Imola wäre eine Option für ein Geisterrennen. Warum eigentlich nicht? Die Story über Schumi war mir nicht bewusst. Interessant, dass solche Geschichten früher oder später noch von Personen erzählt werden, mit denen Schumi gearbeitet hat. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von motorsporttv.de live. Er schreibt: Wenn es einen Österreich-Grand Prix gibt, hoffe ich, dass die Rahmenserien Formel 2, Formel 3 und Porsche Supercup dabei sind. Bin aber nicht so zuversichtlich, was dieses Thema angeht. Laut Helmut Markus exklusivem Interview mit Formel1.de soll der Start der Formel 2, der Formel 3 und auch des Porsche Supercups ebenfalls in Österreich stattfinden. Ich bin recht zuversichtlich, dass es auch dann mit den 3 Rahmenserien losgehen wird und nicht noch weiter nach hinten verschoben wird. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.